Block, seht ihr's? Dachblock, kein Flachdach, Satteldach. Hier schaut mal von der Mitte aus, nicht so weit drüben. Das gibt es manchmal, aber das ist selten, weil wenn ich so weit drüben bin und er hat geschlagen, kann er sofort kontern auf meine Flanke. Warum versuche ich hier mehr so zu stehen wie ein Dach? Seht ihr's? Okay? Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne die uns stellen per Internet, E-Mail, tralala, oder auch Wünsche, was ihr gerne sehen wollt oder mittrainieren. Es geht ja darum, uns mittrainieren. Sehen wir immer viel. Okay, ich sehe auch gerne einen guten Film, aber ihr wisst nicht nachmachen dann. Sondern was ihr selber trainieren wollt. Okay? Also Dachblock, habt ihr gesehen? Zweiter Dachblock, andere Seite, Zweier. Hier, Seitblock. Drei. Vier. Und jetzt kommt der Stich, ist fast am schwierigsten abzuwehren. Wenn der jetzt Stock ist, dann ist er nicht spitz, dann ist nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt eine Spitze dort vorne wäre, ist ein Stich ganz schwer abzuwehren, weil der kommt auf euch zu und ihr könnt ganz schlecht die Geschwindigkeit und den Winkel einschätzen. Das weiß man auch, wenn zum Beispiel ein Auto auf dich zufährt, du kannst nicht die Geschwindigkeit einschätzen. Es gab sogar mal einen Wetten, dass der hat behauptet, der Konz hat es verloren. Okay? Weil es ist unheimlich schwierig, was auf dich zukommt, einzuschätzen, wenn es ganz gerade kommt, wie schnell es ist. Okay, also wir machen nochmal. Dachblock hier, eins, Winkel, zwei, Winkel, drei, gerade. Wenn er noch tiefer kommt, einfach drehen und haben wir noch viel mehr. Schaut, aber schaut mal, was ich mache, ich gehe ein bisschen weiter runter. Wenn ich zu hoch stehe, der hilft mich aus. Ich muss versuchen, schaut, wenn der stark schlägt, dass er hier, das tut mir weh, aber ich, wenn ich so, das wird manchmal nicht reichen. Okay, vier, aufrecht. Kommt ein bisschen gedreht. Oder hier, seht ihr ein bisschen, muss mein hinteres Bein rausnehmen. Vier. Oder jetzt hier, schaut, jetzt kommt der Fünfer. Nicht so nach dem Ding schlagen. Ihr verpasst ihn. Oder seid zu, also seid zu schnell und ihr stoßt da durch. Sondern ich mache auch hier, das nennt man auch Etage. Schaut, ich gehe schräg rein, dann kriege ich ihn auf jeden Fall. Okay, also nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Drei nochmal, vier nochmal, fünf nochmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, da reden wir hier, drei, bitte das Mikrofon auf drei, rechts, danke. Vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, 3, 4, 5. Okay, andere Seite stehen und 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, Entschuldigung. 3, 4, 5. Alright, jetzt machen wir das ein bisschen schneller. Und noch was, nehmen wir ohne was dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seht mal, was daraus wird, wenn ihr das jetzt zeichnen würdet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wer auf dem Ende mal gesagt, das ist das Haus vom Nikolaus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und wechseln. Das dann nennt man Verzierung. Das soll darum gehen, manchmal auch Kraft abzudämpfen. Habt ihr gesehen? Wenn ich jetzt schlage und jetzt zack, lasse ihn laufen und komme wieder zurück. Dadurch kann ich Kraft wirbeln und bringen. Versteht ihr? Hier sozusagen das Ding ist ein Ausholen. Es dauert ein bisschen, bis man das kann. Ich möchte Ihnen alles heute zeigen, sonst haut euch alles in der Wohnung zusammen. Okay, von hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss jetzt sagen oder erwähnen, wie heutzutage es wichtig ist, vielleicht mit der Waffe umgehen zu können, weil immer mehr Leute kommen mit Messer oder etc. Und ich zeige euch dann auch, noch im, heute nicht, aber Kubutan haben wir schon was vor, verschiedene Waffengattungen, auch Schwert. Ihr werdet sehen, hey, Schwert, kommt doch keiner, aber du kriegst den Power, du kriegst das Feeling. Und wenn jemand dich mal mit dem Schwert angegriffen hat, dann hast du vom Stock keine Angst mehr. Dann sagst du, Stock, um Gottes Willen, soll ich es überhaupt abwehren?
Versteht ihr, was ich meine? Das ist auch was Psychologisches. Auch wenn du ein Plastikschwert nimmst, trotzdem, du wirst diese gewaltige Kraft spüren. Also nochmal, 1, 2, streckt euch an, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. Andere Seite nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommt's. Jetzt machen wir die Abwehr und den Konter immer mit der Gegenzahl. Ich zeig's euch, ihr braucht euch gar nicht überlegen, ihr müsst nur mitmachen. Schaut, mit der Kampfstellung, Grundstück, ist egal, ob ihr links oder rechts da steht. Dachblock, Hand vor, Kontrolle der Hand, Schlag. Nochmal. Dachblock. Schaut, beim Dachblock mache ich so, dass meine Hand jetzt hier ist. Nicht hinfassen. Der schlägt euch voll auf die Finger. Aber wenn ihr die Hand weg habt und der ist stark, haut euch das Ding an die Backe. Okay? Sondern die Hand ist hier, das ist hier. Seht? Und jetzt aber gehe auf seine Angriffshand. Und dann schlage ich. Habt ihr gesehen? Nochmal. Ich blocke, lasse die Hand hier. Geh dann auf seine Hand danach. Und kontrolliere die Hand. Darum ist die Hand so wichtig. Wenn ich hier das schaffe und ich habe ihn hier, dann ist der Schlag fast sicher. Wenn ich das ohne die zweite Hand mache und schlag, der wendet das ab oder kontert schon. Der kann nämlich so machen, 1, 2. Wenn ich aber so mache, 1, 2. Habt ihr gesehen, dass ich die Hand gleich kontrolliere, kommt er nicht zum zweiten Ding. Darum ist die Hand, man sagt das die Brückenhand, auch im Eskrima, Brücke heißt der, die, guck mal, wenn der schlägt und ich schlag, ist wie, als wenn wir, da ist Wasser dazwischen und ich schlage über das Wasser und er schlägt über das Wasser und ich schlage über das Wasser. Und darum Brücke. Der schlägt über das Wasser, ich mache eine Brücke und schlage über die Brücke. Dadurch habe ich Kontakt. Das kommt, das ist schwierig, das abzuwehren. Das ist im Wing Chun auch so. Der Brücken-Jump-Q heißt bauende Brücke. Das haben Leute erkannt, das war nicht ich, um Gottes Willen. Sondern das waren Leute, die echt gekämpft haben. Die haben einfach gemerkt, wir müssen uns da was einfallen. Das ist kein Turnier-Eskrima. Beim Turnier-Eskrima, da hauen sie sich nur auf den Kopf. Die wehren weniger, warum? Nur Angriffe zählen, Verteidigung zählen nicht. Die sind gepolstert. Aber auf der Straße kannst du sowas nicht erlauben, mal einen Stich abzukriegen und sagen, gut, habe ich einen Punkt weniger. Nein, das wird dann nicht vorkommen, okay? Ich kenne einen sehr guten Eskrima-Mann, okay? Und der hat also wirklich eine Bombe. Und der hat auf dem Turnier 2 voll gekriegt. Und dann hat er sein ganzes Eskrima umstellen müssen und dann hat alle gewonnen. Aber er hat am Anfang, weil er gesagt hat, ich bin Straßenkampf gewonnen, wir müssen im Straßenkampf machen. Und Turnier, die schlagen nur und werden nicht mehr abrichtig. Ja? Okay, ist was anderes. Denkt immer dran. Wir machen kein Turnier-Eskrima. Okay? Ich weiß nicht, wie der war, darum muss ich den Namen nicht sagen. Ich kann schon sagen, Bredo Krustat war das früher mal. Da war es ziemlich gut im Eskrima. Okay? Also. 1, Kontrolle, Schlag. Habt ihr gesehen? Guck, nicht unendlich, nicht hier. Das ist Cheerleader, ist auch geil. Aber was anderes. 1, 2, andere Seite. Dreht euch, macht die gleichen Block auf der anderen Seite. Block, Dachblock, Kontrolle und Schlag. Und andere Seite. Dachblock, Kontrolle und Schlag. Dachblock, Kontrolle und Schlag. Dachblock, seht ihr das? Guck, der schlägt hier, da kommt der Stock rein, der kommt hier rein. Ich gehe an seine Hand, kontrolliere sie. Kontrolle heißt nicht unbedingt festklammern. Kontrolle heißt einfach Bewegung einschränken. Okay? Man sagt auch, ihn kanalisieren. Da wenn ich so drücke, dann kann er nur noch hier raus. Nämlich hier raus. Und das bringt mir den Vorteil. Okay? Nochmal, zack, und Kontrolle raus. Das ist sowas wie ein Strich, wo man sich nicht mit drüber traut. Ich versuche gerade mit rüber zu kommen, aber egal. Das ist gut. Erstmal auch, könnt ihr auch machen bei euch, dass ihr nicht irgendwo in ein Gelände reinkommt, wo ihr dann was umschmeißt oder was kaputt macht. Macht euch so eine Barriere immer da zurück, nicht dumm. Okay? Also von hier, Dachblock. Erst hier, Hand zum Schutz hier. Hand hier zum Schutz. Dann, also weil es zu stark schlägt, Kontrolle, Schlag. Dachblock, Kontrolle, Schlag. Andere Seite, Dachblock, Kontrolle, Schlag. Machen wir jetzt 10-mal links, 10-mal rechts. Schaut, hopp. Andere Seite. Block, Schlag. Block, Kontrolle, Schlag. Block, Kontrolle, Schlag.
Blockkontrolle-Schlag. Blockkontrolle-Schlag. Das kann ich nicht die ganze Zeit sagen. Blockkontrolle-Schlag. Zungenbrecher. 8, 9, 10. Okay, schaut. Jetzt machen wir das mit dem Zweier genau gleich. Von hier, Dachblock hier. Meistens ist es so, dass der Zweier nicht so, guck mal, schaut, das ist der Winkel. Meistens ist er ein bisschen tiefer. Das liegt aber an der Ungenauigkeit von den meisten. Normal müsst ihr genau gleich schlagen, aber meistens schlägt jemand den Zweier flacher. Und darum kann man nicht so genau das schöne Dach machen, sondern ein bisschen weiter runter gehen. Schon 3:30 sage ich immer. Halb 4 ist es. Okay? Versteht ihr ein bisschen? Also, 1, machen so, 2. Die Abwehr ist so, wir machen es gleich mit Gegenkonter. Ich habe gute Hoffnung für euch. Wenn ihr mal was nicht kapiert oder es nicht so richtig läuft, macht einfach mit. Im Eskrima geht es viel mehr um Rhythmus und Bewegung. Du lernst viel durch, oh ja, das fühlt sich richtig an. Okay? Besonders wenn ein bisschen fortgeschritten ist, wirst du immer merken, ja gut, das ist cool. Okay? Oder nee, das kann nicht sein. Das ist immer so, wenn man welche macht. Es geht immer viel mit Sinawalis, das heißt so Rhythmusschläge. Okay? Also von hier machen wir einen Zweier. Auch wieder Kontrolle der Hand. Habt ihr gesehen, wie er schlägt? Und Schlag. Einser Schlag. Also guck, Zweier Block, Kontrolle, Einser Schlag. Zweier Block, Kontrolle, Einser Schlag. Seht ihr das? Mein Körper ist schon nach vorne, aber er ist nie so. Weil dann sagt man, gibt es kein Zurück mehr. Er kann nur bis hier, weil er hier ist, gibt es kein Zurück mehr im Kampf. Ich kann ja nicht schnell zurück. Hier kann ich immer noch Gewichtsverlagerung zurückgehen. Seht ihr das? Aber wenn ich zu weit vorne bin, gibt es kein Zurück mehr. Da müsst ihr aufpassen. Nämlich, wenn der ablockt und schlägt und du kannst nicht mehr zurück, dann sehen wir uns wieder im Krankenhaus. Wahrscheinlich nicht, weil du heute nicht operiert wirst oder auch nicht aufgenommen wirst.